auch schon übrigens ein toller Witz, wa? Hab ja hier die Musik. Ah, warte mal ganz kurz. Die sollte ja auch da sein, ne? Hab ja hier die Musik, die ich so vom Stream laufen habe auf Twitch. Auf Twitch? Vom Stream. Am Stream. Wait a second. Was würde ich sagen? Die Musik, die ja so quasi halt läuft, bevor das Stream dann so richtig startet. Ich habe den ganzen Kram ja hier auf der Platte, habe ich in Windows Media Player, benutze ich einfach da die Playlist da drinne, und da sind 161 Titel momentan drinne. Ist auch schon toll, dass dann quasi ich dann gerade dann bemerkt habe, wait, ich habe den Stream gestartet, habe aber gar nichts ausgewählt. Okay, das da. Und das war dann jetzt in dem Fall Hit the Floor von, was man in Katana Zero hört. Ist dann toll, dass dann quasi 160 andere Titel noch zur Verfügung stehen und der Windows Media Player, der halt auf zufällige Wiedergabe eingestellt ist, wählt sich dann einen weiteren Titel aus Katana Zero aus. In dem Fall Boss, Boss, Boss. Auch nicht schlecht. Moinsen, by the way. Da frage ich mich wirklich manchmal, wie der Windows Media Player eigentlich am Arbeiten ist, wenn er dann halt einfach den nächsten Titel manchmal nimmt. Und in dem Fall war es der Titel davor, nicht danach. Naja, gut. Wo konnte ich nochmal hin? Wollte ich hier hin? Ich weiß es nicht mehr. Oder ich wollte zu irgendwelchen Orten hin. Genau, ich glaube, ich wollte zu irgendwelchen Orten hin, wo ich eventuell jetzt vielleicht was machen kann, aufgrund, weil ich ja jetzt hier diesen Enterhaken habe oder Kletterhaken. Stimmt, vor allen Dingen habe ich hier. Da kann ich gar nicht hingucken jetzt. Da unten ist ja quasi so eine grüne Fläche noch. Da müsste ja auch ein Ort sein, den ich noch überhaupt nicht erkundet habe. Weißt du was? Gehen wir am besten noch einfach dahin. Oh, und nebenbei kann ich auch gleichzeitig mal eben kurz nach oben gehen. Habe ich mein Mikro überhaupt an? Ja. Nach oben gehen. Um zu gucken, ob ich nicht da vielleicht irgendwo hochklettern kann. Wahrscheinlich nicht, aber ein Versuch ist es wert. Wie random. Ah, hey, guck mal an, siehst du? Welche Taste muss ich nochmal drücken? Ah, gut. Okay, lass mich mal eine Sache kurz machen. Was musste ich nochmal machen? Okay, das war die Fähigkeit und das war für das mehr oder weniger Blocken, Kontern, Parieren, wie auch immer. Gut. Und heilen war. Das war Ausweichen, genau. Heilen war. Das war eine Fähigkeit, genau. Okay, die linke Schultertaste. Jetzt mal, dich brauche ich, um da oben hinzukommen, wa? Hi, hallo, wie geht's denn so? Ich bin noch nicht ganz da. Lass mich erstmal in Ruhe das Spiel lernen. Nice. Nice Damage. Wollte schon sagen. Komm nicht hoch. Oh, guck mal an. Noch so ein Ungeborenes. Eins der Sammelobjekte. Kann ich dann da oben auch hoch? Kann ich reinzoomen? Da? Mal gucken. Wenn ich schon hier bin, ne? Wollte ich eigentlich nicht machen, aber okay. Was war eigentlich die Schultertaste nochmal? Die macht gar nichts. Okay, keine Ahnung warum. By the way, hat man gestern im Stream irgendwas hören können? Ich,
denke mal nicht, oder? Weil ich habe das später, als ich das im Video, als ich die Stream-Highlights, die ich auseinandergenommen habe, da fürs Hochladen für YouTube, habe ich jetzt wahrscheinlich ziemlich bescheuert gerade gesagt, aber egal. Als ich die ganzen Sachen da auseinandergenommen habe, damit ich die dann für YouTube hochlade, da habe ich bemerkt gehabt, dass... Wer ist das denn da oben? Scheint immer ein NPC zu sein, glaube ich. Ach, das ist die eine, die Hilfe wollte. Okay. Als ich halt nämlich die Highlights da gemacht habe, da habe ich bemerkt, dass man immer wieder mal so ein komisches Geräusch hört. Ich weiß nicht genau, wie ich es bezeichnen soll. So eine Art ganz kurzes Knackgeräusch oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Sehr leise. Und wusste nicht, woran das liegen könnte. Später habe ich das dann in den gedownloadeten Videos mir kurz angehört gehabt. Da habe ich aber nichts gehört. Also könnte das wahrscheinlich irgendwas Twitch-mäßiges sein, was aber jetzt nur bei den Highlights gewesen ist, aber vielleicht gar nicht im Stream gewesen ist. Hoffe ich jetzt mal. Hoffe sehr. Weil ich habe das später auch mal ausprobiert, habe das, wie gesagt, versucht nochmal da rauszuhören in den Videos, habe da mehrere angeguckt und ich habe nichts gehört. Also, hoffe mal, das ist auch so, nur dass es da in der Vorschau quasi war. My, it is refreshing to meet a handsome man around these parts. Even through the darkness. Macht ihr mich gerade an? I cannot see you in such gloom. Why, yes. Mystery is all part of my image. Can you dance, young man? Was hat die denn da in der Hand? Ach so, diese komischen... Oh Gott. Dieses komische Etwas, damit man ja nicht die Zigarette oder die Zigarre oder whatever halt mit den Fingern anpackt, weil sonst stinken ja die Finger und vergilben und keine Ahnung was. Oh Gott. Ich hab Essstäbchen für meine Zigarette. I do not recall. I dance in all places, be it dirt, floor, bones, but always in gloom and shadow, away from the eyes of those who intend to do me harm. It was different in the old times. Before it all fell to ruin. Let me show you my knife. To evil. Oh, how I'd love to dance again. At come a ball. On, come out, wherever yet, you are. I do not have the means to travel. Come closer, everyone I knew and loved scattered across the lands. You're I can hardly see those lands through my windows now. Kannst du mal die Fresse halten? Was ist denn mit den Leuten da draußen los? Also jetzt nicht hier oder so, da geht ja auch gar nicht, mit dem zweiten Stock. Sag mal, ich hätte die Leute da draußen umnieten sollen, bevor ich hier reingekommen bin. Hätte ich gewusst, wenn die da die ganze Zeit da am Sabbeln sind. Komm doch selber näher, ich hab eine Peitsche. Ja, war das ein Lacher? I yearn one day to see the sun once more and bask in its warmth. To find myself. For I fear I have long gone already. Annika is the name I have been graced with. And you are Eric. There are whisperings about a stranger in our midst. Lost on his way. Perhaps you could bring back some much needed frivolity. Organize me a dance, and I shall help you see a little clearer in the darkness. That is no mean feat, Lady Annika. For sure, it is not. Come on, yet, I feel you will do well. There are others that can help. Some good people remain in the shadows. You will know when you find oh, them. You're a dead man, all right, I wish all you good fortune. Let me show you my knives.
Ey, diese Typen da draußen, ne? I will find you, all right. Ja, ich werde dich auch gleich finden und zum Schweigen bringen. Die Klamotte von ihr sieht, by the way, nice aus. I know of a place where you'll be safe. Head to the manor. Okay. Ich soll ihr einen Tanzpartner finden, oder was? Ah, okay. Ich hab ja nichts Besseres zu tun, scheinbar, in diesem Game. Ob ich da hinten auch jetzt hin kann? Eine Möglichkeit, nur herauszufinden. Au. Ja klar, ich latsch auch noch da schön in die rote Grütze rein. Kannst du mal da oben die Klappe halten? Hier, das war ein Dash, den wollte ich gar nicht benutzen. Hier, guck mal. Ach, ich kann die Fähigkeit gar nicht benutzen, wenn ich in der Luft bin, oder was? Nope. So, Ruhe hier. Come out, come out, wherever you are. Sorry, ich hab da drauf verloren. War ich einfach gerade nur so abartig hohen Schaden oder... Ich kann sogar die Kisten werfen. Mache ich einfach nur so abartig hohen Schaden oder habe ich einfach mehr Schaden mittlerweile, den ich irgendwie geskillt habe? Konnte man hier in dem Spiel skillen? Ja klar. Da oben sehe ich ja die Gesundheitspunkte. Genau, ich habe gerade 4897 Gesundheitspunkte. Sieht man doch. Die Nykrux, genau. Die Seelen, wie auch immer. Komme ich an dieses Item ran? Warte mal, lass mich mal oben hin. Achso, ich habe hier eine Leiter. Super. Hä? Kriege ich irgendeine Fähigkeit, womit ich einen Super Dash habe? Oder what? Ich weiß nämlich nicht, wie ich an dieses Item da rankommen soll. Wollte mich eigentlich nicht heilen, aber auch okay. Tagebuch des Priesters des Ätherischen Ordens. Jonas wird nicht länger zum Schweigen gebracht werden. Die Dunkelheit wird das Licht überwältigen und die verlorenen Gebete in die Herzen vieler Menschen zurückbringen. Okay. Das Ding, was da gerade hier ist... Ich meine, ich habe das irgendwo in irgendeinem Spiel mal in einer ähnlichen Art und Weise als Waffe aber gesehen. Ich weiß aber nicht wo. Und nein, diesmal ist es nicht WoW. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir definitiv sicher. Die halten echt ordentlich was aus, du. Könnte man die eigentlich kontern? Das war die falsche Taste. Zu spät. Ich glaube nicht, dass man die kontern kann. Oh, shit. Aber ist, glaube ich, schwierig bei denen wegen... Weil die ja die ganze Zeit über einen sein können oder sonst wo. Ich wollte mich nicht heilen, aber gut, dass es dir die Blutpulle geschmeckt hat. Opfer des Spielers? Ist das quasi wie die Wette des Spielers? Ja, ne? Nur halt größer. Zieht deutlich mehr Nykrux von besiegten Feinden an. Oh, okay. Wait, nur von besiegten?
Aber ich habe gesehen, dass Kisten auch mehr Nykrux gaben. Oder war das einfach nur Zufall? Oh. Ups. Ups. Ach, da ist ja gar kein Durchgang. Ja, stimmt ja. Ja gut, ist jetzt auch zu spät. Wo war ich gerade gewesen? Ich war da hinten, richtig? Ja, da hinten. Bäh. Oh, da Item. Noch ein Item. Dasselbe Item. Hier bin ich ja nicht wirklich schneller, wenn ich ausweiche. Stimmt ja. Ich weiß nicht. In manchen Spielen, da geht das. In manchen Spielen, dann wieder nicht. Okay. Also kann man theoretisch alle möglichen Angriffe kontern. Und dann gibt es wieder ein paar bestimmte Angriffe, die du halt vielleicht einfacher kontern kannst, aufgrund, weil du da so ein bisschen Highlight kriegst für. Au. Also halt quasi, hey, da blitzt ein bisschen was auf. Oder das ist vielleicht nur... Nee, das kann ja kein Tutorial sein. Ah, okay, drei von denen sind nicht gerade angenehm. Oh. Ja, ich hau die lieber auseinander, meine Gesundheit, sonst geht rapide nach unten. Ich will nochmal versuchen, das da zu kontern, den Angriff. Oh, muss ich das wirklich sehr früh machen? Scheinbar. Okay. Jetzt habe ich aber nicht treffen können aus irgendeinem Grund. Okay. Da steht Y! Hast du schon mal Y auf der Schultertaste gesehen? Nee, ne? Warum drückst du dann? Was ist denn das? Good day, Mister. Hast du deine Uhr im Kopf oder... beziehungsweise in deinem merkwürdigen Turban oder ist das ein Ei? Was ist das? Theodora. This is no place for a child. Where are your parents? I do not think I have any. However, I am not alone. Well, I wasn't at one time. There was another. Many others. Yet I cannot. I know the place where you'll be safe. Head to the manor. I'm most grateful to you, sir. Okay. Etwas merkwürdig anmutendes Mädel, aber okay. Vor allem, ich weiß nicht, ob das quasi einfach nur um so ein bisschen diese etwas altertümlich wirkende Redensweise kann man das sagen, zu haben. Ich weiß nicht, ob das ist, quasi einfach nur für Atmo.
Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn da die Kinder was sagen, es wirkt sich so, es wirkt ein bisschen gezwungen an. Gut, ich meine, wahrscheinlich wird es eine erwachsene Person ja eingesprochen haben, ist klar. Aber es hört sich irgendwie erzwungen an. Aber war es nicht teilweise irgendwie so ein bisschen auch so, dass dann irgendwie, was weiß ich, sagen wir mal so 17. Jahrhundert oder so, dass dann Kinder auch teilweise fast schon irgendwie wie kleine Erwachsene oder so waren? Zu einem gewissen Grad. Hatten dann auch irgendwie dann schön die hübsche Adelsklamotte an und hast sie nicht gesehen. Und wirklich Kind sein durften sie irgendwie dann auch nicht so richtig. War da nicht irgendwas in der Richtung oder meine ich das gerade nur? Oder kam wahrscheinlich unter anderem wahrscheinlich vor. Es sei denn, du hast da welche gehabt, die dann wahrscheinlich dann verhätschelt worden sind bis zum Erbrechen. Und dann halt diese ach so tollen, großkotzigen Leute dann hattest, um das noch nett auszudrücken. Meta Damage! What? What the fuck hat der denn gelabert? Das war die falsche... Wait, what? Nee, das war nicht die falsche Taste, oder? Nee, das war nicht die falsche Taste. Ich konnte nicht... Oh, ich... Oh. Ah, hier oben kann ich gar nicht hoch. Ja, nee, das war nicht die falsche Taste. Ich hatte einfach schlichtweg keine Energie dafür. Da war ich vorhin da. Wait. Hier war das Mädel. Gerade. Darüber ist ein Weg? What? Wait a second. Darüber ist ein Weg, den habe ich gar nicht gesehen. Kann gut möglich sein, dass ich da jetzt nicht hochkomme, aber trotzdem, ich will wissen, was da ist. Ja, ja. Oh, you're a dead man, bla bla bla, yeah. All your base belong to us. Diese Typen. Unfreiwillig witzig. Ich frag mich, wo ich eigentlich andere Fähigkeiten herkriege. Als was werden die bezeichnet? Als Stigma, genau. Woher ich andere Stigmas herbekomme. Mein Stigma, was ich ja jetzt gerade habe, erlaubt mir, dass ich halt kontere. Oh, das habe ich gar nicht bemerkt. Wie komme ich denn da hoch? Auf jeden Fall sehe ich da oben rechts eine Tür. Also komme ich nicht eher hoch, sondern ich komme davon eher raus? Fragezeichen, eventuell von hier. Ist übrigens auch schon toll, ne? Ich habe hier einen Abgrund, darunter aber einen Raum. Der Abgrund macht irgendwie wenig Sinn. Der macht irgendwie etwas wenig Sinn. Aber rein in der Theorie müsste ich ja eigentlich in dem Raum darunter dann auftauchen. Aber dazu müsste ich Blasphemous 1 spielen und dieses eine ganz bestimmte Item haben, womit ich dann in diesen Abgründen einfach reinspringen kann und da irgendwelche Räume finde. Was, by the way, ein echt interessantes Item ist, dass man sowas mal in einem Spiel hat. Die Mörderpuppen. Oder Mörderkinder, vielmehr gesagt. Hier, von Ikea.
Ja, ich ignoriere die mal. Oh! Oh, nicht gerade wenig Damage. Okay, muss ich hier eventuell hoch oder... was? Ah, verdammt. Bringt das so viel, so einem Monster in die Magengrube reinzuschlagen, wenn die Organe schon raushängen? what? Ach komm schon, echt jetzt? Vor allen Dingen irgendwas stimmt. Die Tür sollte eigentlich grün sein, oder? Die sollte eigentlich grün sein, weil das Tor hier ist offen. Da unten könnte noch irgendwas sein. Oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Der Weg ist aber etwas länger. Gehen wir mal zu Dingsbums zurück. Zu dem Schrein. Und... porten wir uns mal in die Nähe von einem der anderen Orte, die ich noch erkunden kann. Wie zum Beispiel den da unten, den grünen. Da fällt mir gerade ein. So laut war das gar nicht, wie ich dachte. Es war vielleicht ein bisschen laut, aber nicht so laut, wie ich vermutet hatte. Bei Bossen vor allen Dingen. Vor allen Dingen bei dem einen Boss da. Den Doppelkampf da. Gegen Lina und... keine Ahnung, den Typ mit der Kreissäge. In der Hand. So laut war das dann nicht, wie ich dachte. Da war das bei mir merkbar lauter. Ein türkischer Pass. Oh, die halten ein bisschen was aus, die Kollegen hier. Kranker Beschmutzer. War das ein... was war das? Ach, von dem hier. Was ist das denn für einer? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Infizierter Zivilist. Nimm mal eben kurz deine Waffe. Oh. Lass dich nicht stören bei meinem Unterfangen. Aber was wie? Was der für einer ist, sehe ich nicht. Weil ich so jemanden schon mal irgendwann mal gekillt habe, oder was? Ich glaube, hier komme ich nicht weiter, oder? Ah, doch, okay. Das ist ein Ab. Ja, das ist ein Abgrund. Was ist das denn? Was ist das für eine Statue gewesen? Was ist das für ein Flattervieh? Ist das die weiterentwickelte Version? Nee, Quatsch. Weiterentwickelte Version von was? Habe ich irgendein Flatterviech, was irgendwelche Blutgeschosse verschießt? Ich glaube nicht, oder? Das ist, glaube ich, das erste Mal. Stinkende Missbildung.
Hatte das Spiel ein Bestiarium oder so? Nee, ne? Ganz kurz mal gucken. Es wäre, wenn, dann hier, glaube ich, oder? Nee, hat kein Bestiarium. Schade. Ich finde ein Bestiarium immer ganz nett, wenn das in einem Spiel vorhanden ist, weil du findest manchmal auch irgendwelche Infos in Bestiarien. Sei es irgendwelche wirklich nützlichen oder sei es halt irgendwas Richtung Lore. Manchmal ist es auch einfach nur, um zu verstehen, was ist das überhaupt für ein Viech, was du da gerade bekämpft hast. Was macht diese Statue? Verbrennen sollte man nicht in der Nähe stehen. Also wenn man diesen Konter benutzen will, muss man die Gegner kennen. Du musst zwangsläufig die Gegner kennen. Weil sonst wird das schwierig sein, das wirklich effektiv zu nutzen. Ja toll, und jetzt habe ich hier einen Schrein. Ich sollte eventuell mit meinen 12.000 Seelen lieber nach Hause gehen und leveln, oder? Wäre nicht verkehrt.